Herzlich willkommen zum heutigen Video an diesem Nachmittag. Mein Name ist Karl-Heinz Grass von der Pädagogischen Hochschule Steiermark und unser Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Mathematik im Alltag, Funktionen von Funktionen. Alle kennen Sie Funktionen und wir wollen mit praxisnahen, alltäglichen, vielleicht für den einen oder anderen auch lustigen Beispielen zeigen, wo Funktionen überall vorkommen. Mit wir, Sie sehen hier drei Personen. Wir sind aber nur zu zweit hier, weil die Kollegin Krause leider kurzfristig erkrankt ist. Das heißt, also einen Teil können wir leider heute nicht zeigen, aber die anderen beiden Teile werden Sie sehen. Zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Karl-Heinz Grass. Ich bin Fachdidaktiker an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und jetzt könnte man sich fragen, was macht so ein Fachdidaktiker? Da geht es darum, die Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, Schulbücher zu analysieren, Schulbücher zu schreiben, Lehrpläne zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Alles, was einfach mit dem Unterricht und mit dem Lehren und Lernen von Mathematik zu tun hat. Und dankenswerterweise habe ich heute Unterstützung von meiner Kollegin Sabrina Stimpfel. Sie lacht schon, sie freut sich also auch ungemein, dass wir heute gemeinsam dieses Video machen dürfen. Sabrina, magst du dich kurz vorstellen? Genau, ja. Also mein Name ist Sabrina Stimpfel. Ich studiere Lehramt mit den Unterrichtsfächern Mathematik und Darstellung und Geometrie an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ich bin jetzt gerade am Ende von meinem Masterstudium und schreibe die Masterarbeit beim Herrn Professor Grass. Und ja, deswegen bin ich heute hier. Genau. Ich komme eigentlich gleich mit einem Problem zu dir. Weil ich bin gerade in der Schule und ich mache mein Praktikum und jetzt habe ich gerade mit meinen Schülerinnen und Schülern das Thema Funktionen durchgemacht. Und die waren einfach so unmotiviert und haben mich ständig gefragt, für was brauche ich dieses Thema? Und ich habe einfach keine Antwort gehabt. Jetzt habe ich gedacht, du bist sicher der Richtige als Fachdidaktiker dafür, dass du mir da weiterhelfen kannst. Ja, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt das Allheilmittel habe oder die Lösung, aber ein guter Ansatz ist immer, wenn man Probleme hernimmt, die uns irgendwie alle betreffen und mit denen jeder was anfangen kann und jede. Und stellen wir uns vielleicht einmal vor, wenn wir über Funktionen reden, also wir sind jetzt im Biergarten, ich glaube, das ist auch ein Thema, was jeden irgendwie betrifft. Und nächstes Problem, was auch jeden betrifft, man sitzt im Biergarten und der Tisch wackelt, ja. Das ist mir gerade letztens wieder passiert und wir haben es einfach nicht hinkriegt, den Tisch gerade zu stellen. Hast du da eine Idee? Ja, die Lösung, die also wahrscheinlich in erster Linie jeder angehen würde, ist den Bierdeckel zu nehmen und unterm Tisch zu schieben. Problem, nach ein paar Minuten wahrscheinlich ist das Papier vom Bierdeckel zusammengedrückt und fängt wieder zum Wackeln an. Ja, wir kennen das alle, mühsam. Würde dem Mathematiker oder der Mathematikerin jetzt eigentlich nicht passieren, weil die würde oder der würde das anders angehen, ja. Was wäre also jetzt da hier die mathematische Lösung für dieses Problem, was wir doch sicher alle schon hatten und auch noch oft haben werden? Ich darf dir das ganz kurz zeigen. Ich möchte es aufzeichnen. Also wir stellen uns jetzt einmal einen Tisch vor, der doch vier gleich lange Beine hat. Ja, also ganz wichtig, die Beine müssen gleich lang sein. Aber der Boden ist eben uneben, wie das in den Biergärten oft vorkommt. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man das mathematisch lösen dieses Problem und wir sagen einfach, wir zeichnen jetzt einmal diese vier Beine vom Tisch hier auf und wir nummerieren diese vier Beine vom Tisch auch. Sagen wir, das ist also das Tischbein 1, das Tischbein 2, 3 und 4. Genau, das sind also die vier Tischbeine und jetzt überlegen wir uns, wenn wir zum Zeitpunkt 0, ja, wo der Tisch jetzt wackelt, das Problem haben, dass der Tisch wackelt, dann ist ja ein Bein in der Luft. Ja? Zum Beispiel das Tischbein 1. Ist aber egal welches, wir nehmen einfach an, das Tischbein 1 ist in der Luft und wir stützen uns ganz fest darauf, dass die anderen drei Tischbeine fixiert am Boden stehen und das eine Bein, also dieses Tischbein 1, eben entsprechend einen gewissen Abstand zum Boden hat und dieser Abstand, wir nennen ihn x, weil wir jetzt ja mathematisch unterwegs sind. Das heißt, zum Zeitpunkt t gleich 0 ist das x größer 0. Ja, das heißt einfach, der Abstand zum Boden ist positiv zum Zeitpunkt 0. Ja. Was wir jetzt machen, wir drehen den Tisch um eine Viertelumdrehung nach links, dann wandert also die Position 1 zur Position 2, die Position 2 zur Position 3, 3 zu 4 und 4 wiederum zu 1. Was passiert
bei dieser Drehung. Dann haben wir also den Tisch um eine Viertelumdrehung gedreht und das ist jetzt unser Zeitpunkt t gleich 1. Und was ist passiert? Die 3, also das Tischbein 2, 3 und 4 halten wir immer ganz fest am Boden. Ja, die sind quasi fixiert am Boden und drehen den Tisch so, dass immer nur das Tischbein 1 einen anderen Abstand zum Boden hat, ja, weil der Boden eben nicht ganz gerade ist. Okay? Klar? Ist klar, verstehe. Okay. Dann kann es passieren, dass der Boden dann irgendwo positiv wird, also dass da ein kleiner Hügel ist. Das heißt, das Tischbein 1, nehmen wir an, das ist Erde, wird sie dann eingraben ein Stück weit. Ja? Okay? Und da sagen wir dazu, dann x ist eben jetzt an der Stelle kleiner als 0. Also wir haben jetzt quasi einen negativen Abstand, weil das Tischbein quasi in den Boden stehen würde, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Vierteldrehung quasi ausgeübt wurde. Und jetzt kommt die Funktion ins Spiel. Ja? Jetzt machen wir da einfach eine Funktion draus und sagen, okay, das ist der Zeitpunkt 0 und das ist unser Zeitpunkt 1. Ja? Also da haben wir hier auf der x-Achse im Prinzip haben wir die Zeit und auf der y-Achse, ich versuche das bestmöglich, haben wir die Höhe von dem Tisch, ja, von dem Tischbein 1. Jetzt ist es so, am Anfang war diese Höhe positiv, das war eben genau der Wert und am Ende war er negativ, weil wir uns eingegraben haben. Und dazwischen wissen wir nicht genau, wie es ausschaut. Aber es könnte vielleicht so ausschauen. Am Ende sind wir auf jeden Fall da. Was erkennst du jetzt? Naja, irgendwann muss der Abstand zum Boden eigentlich 0 sein, oder? Theoretisch. Genau. Es gibt jetzt 3 Möglichkeiten, ja? 3 Stellen, wo das Tischbein 1 auch exakt am Boden ansteht und wo quasi der Tisch nicht wackelt, wo der Tisch stabil ist. Okay? Das heißt, ich muss einfach nur die richtige Position vom Tisch finden, indem ich den einfach geschickt weiterdrehe. Genau, die Lösung ist einfach, die 3 Beine festhalten und weiterdrehen, bis er stabil ist, weil das mathematisch eintreten muss. Voraussetzung ist, dass der Boden stetig ist. Also, dass nicht irgendwo ein unendlich tiefes Loch im Boden ist. Aber das haben wir ja Gott sei Dank nicht. Hoffentlich. Das nicht, genau, im Biergarten. Das wäre jetzt also eine Anwendung gewesen, wo ich glaube, dass man doch ein bisschen Mathematik in den Alltag bringen kann. Okay? Stimmt, ja. Das werde ich meinen Schülerinnen und Schülern gleich mal präsentieren in der nächsten Stunde. Genau. Ich glaube, du hast ja noch ein zweites Problem mitgebracht, oder? Ja, ich habe noch ein zweites Problem mitgebracht. Und zwar, wie schaut es jetzt denn eigentlich aus mit dem Bierpreis? Genau. Wie mache ich das mit dem Bierpreis? Also, jetzt bin ich im Biergarten, jetzt habe ich endlich einen Tisch, der gerade steht, aber jetzt will ich ein Bier trinken. Genau, also mit meiner unendlichen Weitsicht habe ich da schon die Daten generiert von einem Wirt, der also in einem Ort ist, wo doch einige Biertrinker sind und der mir also da aus seinem mehr oder weniger Probieren über Jahre die Daten übermittelt hat. Aber er weiß nicht genau, was jetzt betriebswirtschaftlich, also mikroökonomisch gesehen, der optimale Bierpreis und der optimale Absatz pro Abend ist. Ja? Weil irgendwann, wenn ich viel absetze, brauche ich wieder mehr Personal, das wird teurer. Wenn ich zu wenig absetze, nehme ich zu wenig ein, da ist der Erlös wieder zu niedrig. Also irgendwo muss es am Optimum geben. Ja? So viel Bier verkaufe ich und mit diesem Preis, da bin ich dann optimal dabei. Ja? Also eine betriebswirtschaftliche Anwendung, die also jetzt vielleicht nicht jedem Wirt zugänglich ist, aber wir als Mathematiker können da wieder helfen. Wir nehmen diese Daten her und was sehen wir hier? Wir sehen zuerst einmal fangen wir vielleicht mit dem P von X an, eine Preisfunktion. Die Preisfunktion ist einfach nur abgeleitet aus der Nachfragefunktion, die eben resultiert aus Beobachtungen für genau dieses Gasthaus. Das heißt, der Preis verändert sich immer für das Bier? Genau, also die Nachfrage verändert sich natürlich. Es gibt irgendwo, der Preis regelt die Nachfrage, ja? Das wissen wir, das ist so eine Grundweisheit. Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Es gibt also einen Preis, wo kein Konsument mehr Bier trinken wird. Also selbst der fanatischste Biertrinker wird sagen, um 6 Euro Seidel, das brauche ich nicht. Genau. Andererseits gibt es aber auch, wenn das Bier gratis ist, Freibier, eine gewisse Sättigungsmenge. Ja? Also wenn ich Freibier habe, noch
14 Krügel Bier, wird auch der gestandenste Biertrinker dann eben sagen, na danke, mehr brauche ich nicht. Und es gibt dann linearen Zusammenhang. Also von diesem Preis, der quasi maximal ist, bis zu dem Preis, wo entsprechend selbst der beste Biertrinker sagt, ich kann nicht mehr. Und in der Range bewegen wir uns. Ja? Und da wollen wir jetzt den optimalen Preis rausfinden. Okay, also wir wollen den Preis jetzt so bestimmen, dass quasi die Nachfrage passt und wir den perfekten Preis, wo wir dann am meisten dafür rauskriegen, bekommen. Richtig. Gut, dann habe ich das mal gut verstanden. Genau, und das hängt natürlich auch mit der verkauften Biermenge natürlich zusammen. Und aus der verkauften Biermenge kriegen wir einen gewissen Erlös, ja, oder Umsatz. Das ist diese Funktion U von X, die im Prinzip ja nur der Preis mal die verkauften Gläser Bier sind. Also wir reden jetzt einfach heute halt einmal von Gläserbier, Seidel, wie man in der Steiermark sagen würde, und versuchen eben da hier die optimale Absatzmenge herauszufiltern. Gut, also Preisfunktion ist klar, Umsatz ist einfach Preis mal verkaufte Bier. Das ist das, was ich einnehme. Und dann habe ich natürlich Kosten. Wir gehen jetzt der Einfachheit halber von Kosten, nur variablen Kosten aus, ohne den Fixkosten. Das sind eben die der Wirt entsprechend hat, wenn er sein Bier verkauft. Geschirrspülkosten, die Gläser, das Personal, das Bier, was er einkauft natürlich. Das fällt alles unter variable Kosten. Genau. Und das ergibt uns diese Funktionen, da bin ich immer wieder bei Funktionen, diese Funktionen, die wir also hier sehen. Und die Gewinnfunktion ist natürlich auch nicht besonders schwer zu verstehen, weil Gewinn mache ich, wenn ich eben den Umsatz habe und die Kosten davon abziehe. Genau, also ich überlege mir einfach, wie viel nehme ich ein und wie viel Ausgaben habe ich, dann bleibt mir der Gewinn über, wenn ich das Minus rechne. Genau. Sabrina, was würdest du jetzt machen mit den Funktionen, wenn du jetzt den optimalen Bierpreis, den größten Gewinn quasi jetzt errechnen möchtest? Ich habe ja Gott sei Dank schon die Differentialrechnung gelernt in der Schule und in meinem Studium natürlich auch. Und es geht natürlich darum, wenn wir jetzt den Gewinn maximieren möchten, weil wir möchten ja schauen, dass wir den maximalen Gewinn rausbekommen, dann müssten wir die Gewinnfunktion ableiten und diese Null setzen. Weil durch dieses Ableiten und Null setzen bekommen wir das Maximum einer Funktion. In weiser Voraussicht haben wir das natürlich jetzt schon durchgerechnet. Also wir haben hier nochmal unsere Gewinnfunktion und haben eben die Zahlen von vorher. Also wir haben P von X mal X, das wäre unsere Umsatzfunktion, minus der Kostenfunktion gerechnet. Dann bleibt natürlich der Gewinn über. Wenn wir jetzt dann den Gewinn einmal ableiten, erhalten wir die Ableitungsfunktion vom Gewinn. Darauf wollen wir jetzt nicht genauer eingehen. Das schaffen wir normalerweise, das Ableiten einer Funktion. Lernt jeder in der Schule, früher oder später? Ja? Früher oder später. Die, die es schon gelernt haben, wissen, um was es geht und die anderen freuen sich, dass das dann noch kommen wird. Genau. Und dann wollen wir eben diese Null setzen. Das heißt, wir berechnen quasi die Nullstelle der Ableitungsfunktion. Und wenn man das so schön ausrechnet, bekommen wir dann raus für unser x 16.000 Drittel, ergibt dann umgerechnet ungefähr 5.334 Gläser Bier. Das heißt also, unser Wirt müsste in einem Abend 5.334 Gläser Bier verkaufen, damit er den maximalen Gewinn erzielt. Jetzt interessiert uns aber natürlich noch, zu welchem Preis soll er jetzt das Bier verkaufen, weil wir haben ja schon vorher gehört, wenn es zu teuer ist, dann werden die Kunden und Kundinnen das Bier nicht mehr kaufen und wenn es zu billig ist, dann wird ihm diese Sättigungsmenge irgendwann eintreten, dass die Leute einfach kein Bier mehr trinken können. Heißt also, wir müssen noch den optimalen Preis berechnen und der Preis steckt ja in der Preisfunktion. Das heißt, wir können einfach unsere optimale Menge, das wären eben die 5.334 Gläser oder eben 16.000 Drittel, in unsere Preisfunktion einsetzen und das liefert dann genau den optimalen Preis. Das wären in dem Fall 3,66 Euro. Mhm. Genau, also jetzt hast du eigentlich selbst schon ein Beispiel für deine Schülerinnen erarbeitet, wo so ein betriebswirtschaftlicher Kontext von Mathematik mit einem relativ lebensnahen alltäglichen Problem verknüpft wird, ja? Genau. Vielleicht sollten wir da noch dazu sagen, wir gehen davon aus, bei diesen Annahmen, dass dieser Betrieb
oder dieser Wirt allein in dem Ort ist. Ja? Also es ist jetzt keine große Studentenstadt, wo es 40 Bierlokale gibt, weil dann hätten wir einen vollständigen Wettbewerb und dann braucht man natürlich den Preis nicht entsprechend ausrechnen, sondern ist der Preis vorgegeben. Dann kann ich nicht mehr verlangen als die Wettbewerber, auch nicht weniger, sondern dann muss ich eigentlich gleich viel verlangen und man kann sich dann vorstellen, der Preis ist im Prinzip fixiert. Wenn ich aber ein Monopolbetrieb bin, wo ich wirklich allein das Bier dort quasi ausschenke in einem großen Umkreis, dann muss ich mir das überlegen, wie teuer verkaufe ich das Bier und was ist eben da die optimale Absatzmenge. Das wäre also ein Beispiel aus der Betriebswirtschaft, aus der Mikroökonomie. Genau. Das ist cool. Das gefällt meinen Schülerinnen und Schülern sicher, das Beispiel. Hoffentlich. Man weiß es nicht. Ja, aber genau. Wir hoffen. Wir haben das auch nochmal mit GeoGebra visualisiert. Mhm. In der Schule kommt ja oft GeoGebra vor. Im Grunde kann man dann auch einfach die Funktionen da eintippen und dann eben auch mit Hilfe von GeoGebra die Extremstelle unserer Gewinnfunktion, die ist hier in Orange eingezeichnet, berechnen und dann würde man natürlich auch auf dasselbe Ergebnis kommen. Mhm. Jetzt frage ich mich noch, wenn ich das Bild da anschaue, gibt es jetzt da noch andere Möglichkeit, dass ich da auf dieses Gewinnmaximum komme? Wenn ich die orange Funktion jetzt nicht ableiten möchte, könnt ihr da vielleicht noch irgendwie anders drauf kommen? Genau, es wird auch natürlich noch anders gehen, weil wir haben ja ganz am Anfang, wenn ich jetzt nochmal zwei Folien zurückspringe, gelernt, dass das G von X ist ja genau die Umsatzfunktion, also B von X mal X minus der Kostenfunktion. Heißt also, wenn wir das ableiten, könnten wir die einzelnen Funktionen auch ableiten. Das heißt, wir hätten dann im Grunde G, G' von x ist dann also U' von x minus K' von x. Das heißt, wir könnten auch das dann noch umformen, weil wir wollen jetzt ja G' von x gleich 0 setzen, weil wir wollen ja den maximalen Gewinn. Also hätten wir dann 0 ist gleich U' von x minus K' von x. Und wenn wir das dann umformen, könnten wir das K' von x auf die andere Seite bringen und wir hätten dann K' von x ist gleich U' von x. So, da bin ich vorne mal angekommen, gehen wir das wieder weg. Mhm. Genau, das heißt, wir sehen jetzt eigentlich K' von x gleich U' von x. Was ist denn jetzt eigentlich noch einmal die erste Ableitung einer Funktion? Das ist genau die Steigung der Funktion. Das heißt, wir könnten uns auch einfach die Steigungen unserer Kostenfunktion und unsere Umsatzfunktion anschauen. Die Steigung wäre im Grunde in einem Punkt, wäre immer die Steigung der Tangente. Mhm. Und jetzt brauchen wir genau diese Stelle, an denen die Steigungen der jeweiligen Tangenten gleich sind. Das heißt also, die Tangenten sind parallel. Also ich müsste jetzt eigentlich gar nicht meine Funktion ableiten, sondern ich könnte auch einfach sagen, okay, ich suche genau die Stelle, wo eben die beiden Tangenten an die Kostenfunktion und die Umsatzfunktion parallel sind. Mhm. Genau, das ist jetzt also aus fachdidaktischer Sicht eben ganz ein wesentlicher Punkt, dass man nicht immer nur die eine Lösung vorgibt, also diese das Allheilmittel, quasi diesen Algorithmus, dieses Ableiten, Nullsetzen, weil dann kriege ich immer das Extremum, sondern dass man andere Wege, wie man zur Lösung kommen kann, anbietet. Und daher sind zwei, drei Lösungswege zielführend, wenn man die ja im Unterricht so vorstellt. Oder vielleicht kommen sie ja von den Schülerinnen und Schülern selbst, wenn man sagt, okay, man gibt eben dieses offene Problem vor, lasst es auch relativ offen und jeder kann einmal selbst probieren, wie er da auf die Lösung kommt. Ja? Weil vielleicht kommen auch noch andere Lösungen, die dann im Anschluss einfach gemeinsam diskutiert und gesammelt werden. Und dann, dann ist also die Rolle von mir als Lehrperson die, dass ich sage, okay, was sind jetzt Lösungen, die richtig sind und was sind Lösungen, die eben nicht richtig sind und warum sind sie nicht richtig? Also das haben wir an dem Beispiel auch relativ gut erkannt und das ist eben im Unterricht immer wichtig. Genau. Werde ich gleich mal ausprobieren mit meinen Schülerinnen und Schülern. Danke für den Tipp. Hast du vielleicht noch irgendwelche Anwendungen oder warst du schon? Anwendungen haben wir noch welche vorbereitet. Das wäre jetzt eine Anwendung aus der Musik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre jetzt diese Anwendung, die die Kollegin Krause von der Universität Graz vorbereitet hat, wo es eben darum geht, wo Funktionen in der Musik vorkommen, in Songs vorkommen. Und die Kollegin hat versucht, eben den Anfang dieses Musikstücks zu zerlegen in Funktionen und daraus
zu analysieren, welche Instrumente da letztendlich vorkommen, und nimmt eben da Winkelfunktionen zu Hilfe, sogenannte Fourier-Transformationen, das ist schon eine relativ abstraktere Mathematik, aber es sind elementare Dinge drinnen, nämlich die, die man auch in der Schule lernt, die sogenannten Winkelfunktionen. Und die Winkelfunktionen kann man eben brauchen für ganz, ganz viele physikalische oder technische Anwendungen, beziehungsweise eben auch für solche Fourier-Transformationen. Da kann ich quasi Funktionen durch Winkelfunktionen approximieren. Daher sind die Winkelfunktionen so wichtig. Ah, ja. Jetzt weiß ich auch schon, warum ich meinen Schülerinnen und Schülern sage, warum wir genau die Winkelfunktionen in der Schule lernen. Genau, das ist genau der Grund und das ist genau auch der Punkt. Es ist unglaublich wichtig, dass man den Schülerinnen und Schülern immer den Ausblick gibt. Wo kann ich das alles brauchen? Man lernt also im Unterricht ja eher nur die Grundlagen der Dinge. Und diese Grundlagen muss man ja irgendwie motivieren. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich sage, okay, ich lerne jetzt die Winkelfunktionen, weil ich brauche es für die Matura. Das ist also nicht die Motivation, die uns motiviert. Das Problem ist einfach, dass man die Mathematik zu wenig sichtbar macht im Alltag. Und da muss man versuchen, immer wieder Leben reinzubringen und immer wieder auch diese Anwendungen im Alltag zu suchen. Verstehe. Genau. Und gibt es sonst noch irgendwelche Anwendungen? Weil ich glaube, meine Schülerinnen und Schüler sind sicher nicht zufrieden, wenn ich ihnen nur die wenigen Anwendungen bringe. Die sind immer so wissbegierig und wollen immer mehr wissen. Ja, also ich hab da noch ein paar Anwendungen vorbereitet für dich, abschließend, wo es jetzt vielleicht nicht nur um Funktionen geht, sondern um Mathematik ganz generell. Ja? Es stecken zwar meistens Funktionen dahinter, aber nicht immer, weil in der modernen Mathematik wird auch versucht, ganz viel zu linearisieren. Also durch Matrizen und lineare Gleichungssysteme Dinge zu berechnen oder zumindest approximativ annäherungsweise zu berechnen. Ja? Und ein Beispiel zum Beispiel ist, was haben Lawinen mit Mathematik zu tun? Ja? Es ist jetzt gerade Winter, vielleicht der eine oder andere geht gern Skifahren im freien Skiraum oder Skitouren, ist ja auch sehr trendig zurzeit. Wo steckt da jetzt Mathematik drinnen? Was hast du für, oder vermutest du, wo könnte Mathematik drinstecken? Ich weiß es nicht genau, aber da du von Lawinen sprichst, dann interessiert es mich wahrscheinlich sicher, wo könnten Lawinen abgehen oder wo ist es denn sicher, wenn ich irgendwie durchs freie Gelände ziehe? Genau, also das ist der Punkt. Man hat eben Daten aus der Lawinenforschung, die sammelt man, und aus diesen Daten kann man eben dann modellieren, wo ist es wahrscheinlicher, wo ist es eben damit auch gefährlicher, beziehungsweise was sind auch die Konsequenzen, je nach Hangneigung, Geländeformationen und so weiter. Und das spielt man jetzt rein in so ein Gleichungssystem von mir aus und versucht eben dann rauszurechnen, wo solche gefährlichen Stellen sind, wo man also auch wetterabhängig natürlich, schneeabhängig und so weiter, wo man sich eben nicht bewegen sollte. Und da gibt es mittlerweile Apps, wo wieder ganz viel Mathematik dahinter steckt. Also überhaupt, wenn ich von Apps rede, ist wieder Mathematik dahinter, aber da gehen wir jetzt mal nicht so ein. Aber es gibt Apps, die mir zum Beispiel zeigen, wenn ich meine Route vorgebe, dann kommen da lauter Farbpunkte. Ja? Rot wäre gefährlich, blau wäre weniger gefährlich. Muss ich mir natürlich überlegen als Nutzer, woher kommen diese Farbpunkte? Ja? Und das ist einfach wieder ein mathematischer Prozess, der dahinter steckt, wo eben diese Daten eingehen, tagesaktuell, also Temperatur, Wind und. Und die geben mir dann für den Tag, wo ich auf Skitour gehen möchte, eben diese Farbpunkte aus und sagen, okay, da gehst du besser nicht hin, weil da ist es eben heute gefährlich aufgrund von dem, was ich da jetzt berechnet habe. Okay? Also das wäre eine Anwendung zum Beispiel im Sportbereich. Voll spannend. Genau. Hoffentlich. Cool. Ja, ich habe es sehr spannend gefunden. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Und abschließend vielleicht jetzt, weil du ja immer nach Anwendungen suchst. Genau. Man muss ja vielleicht auch dazu sagen, es geht nicht immer darum, dass ich das bis ins letzte Detail mit den Schülerinnen und Schülern ausrechne, weil da fehlt natürlich dann der mathematische Background dazu. Aber wichtig ist zu wissen, wo es überall drinnen steckt und dass es uns überall begleitet. Kurzes Beispiel. Alle oder in unserer Gesellschaft wissen wir über Da Vinci, Michelangelo, die Namen kennen wir, ja? Ja. Sind Künstler. Wir wissen auch, Bilder stehen in den Museen, XY. Ja? Kann ich hingehen, kann ich mir anschauen. Viele gehen aber dann gar nicht hin. Jetzt frage ich mich oder frage ich dich, wer kennt zum Beispiel Leonhard Euler oder Gauss?
Wahrscheinlich die wenigsten. Genau. Obwohl das ja genauso wichtige Persönlichkeiten wären und mit dem großen Unterschied, dass diese Bilder, die kann ich mir im Museum anschauen, wenn ich möchte, ja. Kunst ist wichtig, ist ein Kulturgut, ganz klar. Aber Mathematik ist genauso ein Kulturgut. Nur das kann ich mir nicht anschauen im Museum, sondern da bin ich tagtäglich damit konfrontiert. Ja. Ja. Und da habe ich jetzt eben nur ein paar Beispiele aufgezeigt, wo das tagtäglich vorkommt, und zwar im Leben eigentlich von uns allen. Wenn wir auf diese Folie schauen, dann sehen wir eben hier zum Beispiel das Flugzeug. Wenn ich eine Flugreise angehe, nicht, dann setze ich mich ins Flugzeug. Das Flugzeug fliegt jetzt da von mir aus von Wien nach New York. Da wird vorher im Vorfeld die Flugroute ganz genau berechnet. Das ist wetterabhängig, windabhängig, ja, und. Dass einfach der Treibstoffverbrauch optimiert wird. Also auch da ganz viel. Ah, da haben wir auch wieder Optimierungsaufgabe, so wie wir schon vorher bei der Gewinnoptimierung gehabt haben. Genau, genau. Okay. Dahinter die ganze Logistik, dass du das Weckerl im Flugzeug kriegst zur richtigen Zeit und das Getränk gekühlt ist. Also auch die Logistik dahinter, natürlich ganz viel Mathematik. Im Medizinbereich habe ich hier ein Beispiel, das MRT rausgesucht. Wie kommt es jetzt da zum Bild zum Beispiel? Ich lege mich in die Röhre und wie kommt das Bild zustande, das der Radiologe oder die Radiologin dann eben analysiert oder diagnostiziert? Auch da Mathematik dahinter. Ja? Und da versucht man zum Beispiel in der Forschung jetzt da, das zu optimieren wieder, dass man nicht 20 Minuten drinnen liegen muss für ein Gehirnscan, sondern vielleicht nur 14 Minuten, weil es gerade nicht so angenehm ist. Auch da eben Mathematik dahinter. Online-Dating betrifft auch viele in unserer heutigen Zeit. Da müsste man sich auch überlegen, ich bin ja immer User, ja. Und es ist immer wichtig zu verstehen, jetzt nicht im Detail, dass ich selbst da Online-Dating programmieren kann, entschuldige, aber zu verstehen, was läuft da im Hintergrund. Ja, das sind Algorithmen, die im Hintergrund laufen, die zum Beispiel mir Leute vorschlagen, die ähnlich wie ich kategorisiert werden von dem Algorithmus, ja. Kann man sich dann durchlesen, wie funktioniert das, ja. Social Media ganz generell oder wenn ich auf Amazon irgendwas suche im Internet, warum schlagt man der dann immer diese Sachen vor, die mich wirklich interessieren? Könnte man sich auch mal überlegen. Das stimmt, ja. Fällt das vom Himmel oder? Genau. Ist ja wieder Mathematik dahinter, ja. Also Profile, die analysiert werden, und das ist genau der Punkt, glaube ich, der auch wichtig zu kommunizieren ist. Wenn ich das verstehe ein Stück weit, warum das so ist, ja, dann ist es auch so, dass diese Gefährlichkeit, die davon ausgeht, das ist ja nicht immer nur positiver Nutzen, sondern es sind auch negative Effekte dabei, kommerzielle negative oder wir wissen, dass ganz viel andere negative Dinge damit zusammenhängen, dass man das vielleicht ein bisschen abfedern kann und dahingehend auch sensibilisiert ist. Ja. Stimmt, ist auch ein wichtiges Thema, das in der Schule besprochen werden sollte. Genau. Und ich denke, wenn jeder weiß, dass uns Mathematik einfach überall begleitet und man in der Schule die Basics, die Grundlagen lernt und im Studium eben dann genau zu den Dingen kommt, zu diesen Anwendungen, die ja da so spannend jetzt sind, weil sie uns einfach begleiten täglich und Mathematiker oder Mathematikerinnen in jedem Bereich Verwendung finden können. Ja? Die können eben arbeiten im Finanzbereich, die können in der Technik arbeiten, Simulationen, in Kryptographie, Datenverschlüsselung, wenn wir jetzt ans Zahlen denken, an das bargeldlose Zahlen, wie funktioniert das, dass quasi da jetzt das Geld dorthin kommt, wo es hinkommen sollte. All das sind eben Sachen oder in der Medizin, ich kann quasi überall eingesetzt werden als Mathematikerin oder Mathematiker, und das ist das Schöne an dem Fach, die Breite und Weite, und ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Schule motiviert werden sollte. Bestimmt. Das ist echt faszinierend, wo Mathematik überall drinnen steckt. Also ich glaube, dass meine Schülerinnen und Schüler damit dann auch zufrieden sein werden. Hoffentlich studieren deshalb jetzt ein paar mehr Mathematik. Hoffentlich. Das wäre natürlich schön. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, die Kontakte von uns sind eben Pädagogische Hochschule Steiermark, Karl-Heinz Grass und Sabrina Stimpfel. Auch von der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Genau.